Kooperationen mit Pflegeheimen, bessere Zahngesundheit auch im Alter. Rauchen schadet Zähnen, gefährlicher Qualm im Mund. Herzlich willkommen, hier ist DENTV, das Magazin der rheinland-pfälzischen Vertragszahnärzte. Wenn man älter wird und vielleicht nicht mehr ganz so mobil ist, dann ist selbst der kürzeste Weg zum Zahnarzt zu weit. Gott sei Dank hat sich da mittlerweile viel getan. Vor allem für pflegebedürftige Patienten in stationären Pflegeheimen wird sich die zahnmedizinische Versorgung weiter verbessern. Möglich macht das eine neue Rahmenvereinbarung, geschlossen zwischen der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung und dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen in Zusammenarbeit mit Trägern von Pflegeheimen und Verbänden der Pflegeberufe. Seit dem 1. April können Zahnärzte einzeln oder gemeinsam Kooperationsverträge mit Pflegeheimen abschließen. Ein richtiger und wichtiger Schritt. Wenn der Zahnarzt kommt, dann haben pflegebedürftige Patienten in stationären Einrichtungen ganz besondere Bedürfnisse. Für Sie, Ihre Angehörigen und auch für die niedergelassenen Zahnärzte ist mit der neuen Rahmenvereinbarung daher viel Positives erreicht. Der große Vorteil ist natürlich, dass diese Patienten durch die bessere Mundhygiene und durch die Pflege des Zahnersatzes zweierlei erreichen. Einmal eine bessere Zahngesundheit zum Erhalt ihrer eigenen Zähne und zum Zweiten, dass eben der Zahnersatz, der zum Teil ja hochwertig ist, eben eine entsprechende Pflege erfährt, damit er auch länger hält. Grundlage der Vereinbarung ist das am 1. Januar 2013 in Kraft getretene Pflegeneuausrichtungsgesetz. Die KZV Rheinland-Pfalz war also vorbereitet. Wir als KZV Rheinland-Pfalz haben Vorkehrungen getroffen, um überhaupt den Bedarf erstmal festzustellen. Wie viele Pflegeheime gibt es, wie viele Kollegen gibt es, die eventuell schon ein Pflegeheim betreuen und wie viele Kollegen müssen wir noch gewinnen, dass diese Pflegeheime betreut werden können. Und da haben wir erstaunlicherweise festgestellt, dass über ein Viertel aller Kollegen in Rheinland-Pfalz, über 600, schon ihre Patienten in Pflegeheimen und Altenheimen betreuen. Es gibt insgesamt in Rheinland-Pfalz 440 Pflegeheime. Insofern haben wir uns überlegt, besteht also die große Bereitschaft der Kollegen in Rheinland-Pfalz, dieses auch im Rahmen eines Kooperationsvertrages durchzuführen. Doch trotz aller positiven Ansätze beim Einleiten von Therapiemaßnahmen besteht noch ein deutliches Defizit. Die Zahnärzteschaft erwartet auch, dass die Möglichkeit besteht, Krankentransporte durchführen zu lassen. Das ist im Moment auch noch nicht gegeben. Und sie erwartet, dass sich insgesamt die Gesellschaft dieses Problems annimmt. Denn bis jetzt haben die Zahnärzte im Grunde fast ehrenamtlich unter ganz hohem persönlichen Einsatz und unter Vernachlässigung ihrer betriebswirtschaftlichen Überlegungen diese Versorgung an den alten Patienten vorgenommen. Wir sind uns alle einig darüber, dass es ein erster Schritt jetzt ist, was getan wurde. Hinzu müssen weitere Verbesserungen kommen. Das beginnt schon mit der Infrastruktur, die verbessert werden müsste in Pflegeheimen. Des Weiteren ist es so, dass die Pflegekräfte heutzutage leider zu wenig Zeit haben. Sie sind überlastet mit anderen Aufgaben. Es müssten Rahmenbedingungen für diese Pflegeberufe geschaffen werden, die erlauben, individuell beim Patienten für eine gute Mundhygiene zu sorgen und für die Pflege des Zahnersatzes. Der Anfang ist gemacht. Zur Verbesserung der Bedingungen bei der zahnmedizinischen Versorgung von pflegebedürftigen Patienten sollte es jetzt kein Problem mehr sein, dass der Zahnarzt genau über die Krankengeschichte des Patienten Bescheid weiß. Es können Medikamente dabei sein, die das Blut verdünnen. Es können weitere Medikamente dabei sein für Herz-Kreislauf und so weiter. Das alles ist wichtig für die gegebenenfalls notwendige Behandlung beim Patienten. Und insofern ist es geradezu ein Muss, dass der Zahnarzt das zur Verfügung gestellt bekommt. Die Rahmenempfehlung sagt, ja, es ist eine Empfehlung, aber meiner Meinung nach reicht das zum Beispiel nicht aus. Genauso wenig, wie es nicht ausreicht, wenn der Zahnarzt nicht weiß, ist der Patient unter Betreuung, wer ist der Ansprechpartner. Wer muss die Einwilligung geben für die Untersuchung und Behandlung? Mein wirklich innigster Wunsch ist der, dass auch die Gesellschaft die Bemühungen der Zahnärzteschaft anerkennt, dieses Engagement durchzuführen.
dass die Gesellschaft eben auch dieses Engagement insgesamt unterstützt in Form des Gesetzgebers und in Form der Kostenträger. Denn auf Dauer gesehen kann die Versorgung der alten Leute, die uns ja so sehr am Herzen liegt, nur gelingen, wenn alle an einem Strang ziehen. Bessere zahnärztliche Versorgung in Pflegeheimen, die neuen Kooperationsverträge, die ermöglichen nun eine routinemäßige Eingangsuntersuchung sowie weitere zahnärztliche Untersuchungen von pflegebedürftigen Patienten. Unser anderes Thema beschäftigt sich mit dem Rauchen. Das ist heutzutage alles andere als schick, denn die gesundheitlichen Folgen, die sind verheerend. Daran erinnern soll auch der jährliche Weltnichtrauchertag am 31. Mai. Doch Tabak ist nicht nur Gift für Herz und Lunge, sondern auch für das Gebiss. Und damit sind nicht nur die Verfärbungen an den Zähnen gemeint und der Mundgeruch, sondern vor allem das Risiko von Parodontitis und Krebs. Rauchen ist schädlich. Das weiß eigentlich jedes Kind. Trotzdem machen es immer noch viel zu viele. Und dass man mit Rauchen auch seinen Zähnen schaden kann, das kommt einem wohl nicht als erstes in den Sinn. Dieser Rauch besteht ja aus kleinen Partikeln. Kennt ja hier diese Feinstaubbelastung in den Großstädten. Und diese Belastung habe ich dann auch im Mund. Das ist auch sicherlich eine Mischung aus kleinen Feststoffen und Dampf, der sich dann eben an der Mundschleimhaut niederschlägt und auch im Speichel löst und den ich dann auch runterschlucke und dann eben auch mit diesem Rauch-Speichel-Gemisch meine Schleimhaut in der Speiseröhre und im Magen schädige. Dieser Rauchspeichel-Gemisch mit den ganzen Krebsstoffen und entzündungsfördernden Stoffen, der sammelt sich vor allem eben im Mundboden an, sodass wir da also die höchsten Konzentrationen haben an schädigenden Substanzen. Die Folge? Schleimhaut und Zahnfleisch werden nicht mehr gut durchblutet. Die Abwehrkraft des Immunsystems sinkt. Für Raucher bedeutet das ein erhöhtes Risiko von Zahnfleischentzündungen. Wer qualmt, bekommt also eher Parodontitis. Durch Rauchen kann ich eben diesen Heilungsprozess, den körpereigenen Heilungsprozess, behindern, sodass die Heilungstendenz, die der Körper ja hat bei chronischen Entzündungen, eben nicht mehr funktioniert. Das ist besonders eklatant nach Eingriffen in der Mundhöhle, nach einer Zahnextraktion oder nach einer Implantation eines Zahnimplantates zum Beispiel oder einem Knochenaufbau. Da heilt es einfach nicht so gut, aufgrund auch der Gefäßkonstriktionen und der übrigen Stoffe, die in dem Zigarettenrauch vorhanden sind. Doch es ist nie zu spät aufzuhören. Es ist so, dass die Zellen quasi genetisch oder DNA-Veränderungen im Zellkern sammeln über viele Jahre. Und irgendwann ist das eben wie so ein Fass, das dann überläuft und die Zelle nicht mehr richtig funktioniert und zum Krebs wird. Wenn man dann natürlich aufhört, sind diese Veränderungen, die im Zellkern schon entstanden sind und nicht repariert wurden, sind natürlich weiter vorhanden. Also die kann man dann nicht mehr wieder gut machen. Aber man kann verhindern, dass das Fass überläuft und eben weitere Veränderungen auftreten. Zigaretten und Alkohol, die verstehen sich gut. Zu gut, wie der Experte weiß. Die Krebsstoffe im Zigarettenrauch müssen ja irgendwie in die Zelle reinkommen. Deswegen müssen die irgendwie gelöst werden, um da in die Zelle diffundieren zu können, also durch die Zellwand und Zellmembran durchzukommen. Das geschieht im Speichel. Und wenn man natürlich Patienten hat, die neben dem Rauchen auch noch gerne mal einen heben, also quasi diese Krebsstoffe noch in Alkohol wunderbar lösen, dann geht das noch leichter. Dann steigert man das Risiko im Vergleich zu Nichtrauchern um das Hundertfache. Für Raucher gilt daher ganz besonders, mehr als einmal im Jahr zum Zahnarzt gehen. Damit man nicht nur die Zähne anschaut, der Zahnarzt ist ja der Arzt spezialisiert auf die Mundhöhle und auch die Lippen, der schaut sich auch das Gesicht an, aber auf die Mundhöhle, dass der Zahnarzt eben auch die Schleimhaut ganz genau sich anschaut, dass da nicht irgendwo etwas entsteht. Denn beim Mundkrebs ist es so, dass das frühe Karzinom sehr, sehr gut geheilt werden kann. Und wenn das gleich entdeckt wird beim Zahnarzt, dann kann einem nicht so viel passieren.
Laut Statistischem Bundesamt sind rund 3/4 der Deutschen nach eigenen Angaben Nichtraucher. Eine gute Entscheidung. Das war DENTV. Alle Informationen zur Sendung, die gibt's natürlich auch auf den Seiten der KZV Rheinland-Pfalz. Machen Sie es gut.